Der ganze Atomkrach übrigens tut den Erdölgeschäften recht angenehm gut. Das hat uns schon hübsche Süppchen gebracht. Die Presse hat großartig mitgemacht. Das traf den Herrn Siemens-Aktionär, nun sind die Malen besonders schwer. Drum wies er mit grimmigem Hintersinn auf die drohende Energiekrise hin und sagte, das ist doch verantwortungslos. Die Ölreserven sind nicht so groß, als dass man sie einfach verfeuern könnte, sonst sind wir 20 Jahre am Ende. Doch diesen Vorwurf hinwiederum nahm Herr von Erdöl erheblich krumm. Er rief, wie Sie mit Kernkraft umgehen, ist noch viel entsetzlicher mit anzusehen. Sie scherzen damit, so ungefähr, als ob es ein Großraumflugzeug wäre oder der Weltfrieden, alles nur wegen der Gunst der Konjunktur. Sie wollen, was unser eins menschlich versteht, Gewinne erbrüten, so schnell es geht. Doch unser Geschäft als Ganzes ist mitgefährdet durch diesen Mist. Wir wollen von unserem Lande hier noch länger was haben, Sie und wir. Doch ist es erstmal aus Geldgier verseucht, er schluchzte. Es warm das Auge feucht. Na, rief der Siemens-Aktionär. Wo nehmen Sie Ihre Aufmüpfigkeit her? Das klingt ja beinahe schon radikal, das war doch bei Ihnen nicht immer der Fall. Jahrzehntelang haben Sie unentwegt Zechen und Zechen stillgelegt und stiegen heimlich auf Erdöl um. Doch auch nur aus Geldgier. Oder warum? Im Öl war die bessere Rendite drin. Was anderes hatten doch Sie nicht im Sinn. Dabei war schon damals den Fachleuten klar, die Energie im Lande wird rar. So redeten sie einander in Wut. Der eine erhitzte des anderen Wut. Und beinahe hätten sie sich verkracht. Plötzlich haben sie lautlos gelacht. Sie riefen, was soll denn der alberne Zwist? Wir wissen ja nun, dass Krise ist. Bei etwas Gegenseitigkeit kann jeder von uns was verdienen. Sie boxten sich in die Rippen zum Spaß und jauchzten, wir sind schon klasse, was? Wir sind wie
sozialistisch und nicht ignorant. Fester im Salzer und Hirn verbrannt. Gefährlich das zu dir, auf Geld und ohne Gier. Gefährlich lag im Land, egal am Reisen aus. Dumm, wir geben niemals auf. Dumm, wir geben niemals auf. Thank you.
dann treffen wir uns nachher am Endlager. Und schon gar nicht in Gorleben. Vergesst das mal nicht. Und sorgen wir gemeinsam dafür, dass sie das auch in Berlin nicht vergessen.